Über Medien, die Demokratie und über ihn selbst spreche ich mit dem Intendanten der Deutschen Welle, Peter Limburg. Herzlich willkommen zum DW-Interview, Herr Limburg. Danke, Spahn. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Spahn. Herr Limburg, Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Deutschland, weil Sie gar nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Ihr Vater war Diplomat in Paris, in Rom, in Athen und in Brüssel. Was ist eigentlich für Sie typisch deutsch? Typisch deutsch ist sicherlich eine wunderbare regionale Küche, über die man sich immer freuen kann. Dann werden wir im Ausland immer mit den Begriffen Pünktlichkeit, Korrektheit, Zuverlässigkeit gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig für ein Land wie Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gibt es eben ein Sentiment, ein Gefühl, wie beispielsweise das Wort Heimat, was es sonst nirgendwo gibt, das, glaube ich, ist sehr deutsch, dass man eben dieses Gefühl umschreiben kann, da wo man herkommt. Und ansonsten, wenn man es negativ formulieren will, ist bei den Deutschen doch gewiss manchmal so ein Hang zur politischen Romantik festzustellen, den es in anderen Ländern überhaupt nicht gibt. Aber insgesamt, glaube ich, habe ich durch mein Leben, das eben ja sehr stark auch im Ausland stattfand, einen guten Blick auch auf Deutschland, und ein bisschen schadet es auch ja nicht, wenn man mal von der Seite eben schaut und eben nicht nur von innen. Insofern, glaube ich, bin ich ganz gut aufgestellt über meine Vita für meinen Job, den ich jetzt mache. Ich habe einen sehr deutschen Satz für Sie. Die Deutsche Welle soll Deutschland als europäisch gewachsene Kulturnation und freiheitlich verfassten demokratischen Rechtsstaat verständlich machen. Da ist schon sehr viel Anspruch in nur einem Satz drin. Das ist der Programmauftrag der Deutschen Welle. Was macht man denn daraus konkret? Viele interessante Programme. Ich glaube, das Wichtigste neben allem, was uns mitgegeben worden ist vom Gesetzgeber, ist ja, dass wir informieren. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Wir müssen Menschen informieren, und zwar dort, wo das Wissen möglicherweise über Deutschland oder Europa nicht ausreichend vorhanden ist, oder eben über Themen, die in den eigenen Regionen in der Welt eben totgeschwiegen werden, zensiert werden. Da hat die Deutsche Welle eine große Aufgabe, dass sie eben für Informationsfreiheit sorgt. Und dann kommt der ganze Wertekanon, den wir natürlich auch mitvermitteln. Der freiheitlich verfasste demokratische Rechtsstaat, den ja die Deutsche Welle vertritt und sich auf die Fahnen geschrieben hat, der bröckelt in Polen, in Ungarn, in Russland, in der Türkei. Wie reagiert denn die Deutsche Welle auf diese Entwicklungen? Wir versuchen da, wo wir eigene Programmangebote haben, nämlich in der Türkei, in Russland und auch in Polen, natürlich verstärkt auf die Thematik hinzuweisen. Unsere Nutzer, Zuhörer oder Zuschauer eben darüber zu informieren und nochmal einen Blick von außen auf das jeweilige Land zu geben. Wir können jetzt niemandem vorschreiben, was er zu denken hat. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und wir müssen auch immer darauf achten, dass wir in den Ländern auch letztendlich für eine ziemlich große Zielgruppe auch zur Verfügung stehen. Aber die Freiheit von Informationen, die können wir gewährleisten, und auch den Hinweis eben, dass demokratische Rechte kein Luxus sind oder verhandelbar sind in der Europäischen Union beispielsweise. Aber wenn es eben zunehmend mehr Menschen gibt, denen demokratische Grundrechte im Zweifel nicht so wichtig sind, die eher Sicherheit wollen, sendet die DW die Stimme der Demokratie dann an immer mehr Menschen vorbei? Nein, ich glaube nicht, denn ich glaube, das Wichtigste für uns ist ja auch, in Ländern, wo die Demokratie in Gefahr ist, wo Unfreiheit herrscht, für die da zu sein, die an die Demokratie glauben. Wir müssen, und das hat die Geschichte gezeigt, ob das in Polen war, ob das in Griechenland war, zu Zeiten von Diktaturen, hat die Deutsche Welle eine hervorragende Rolle gespielt, eben als Stimme der Freiheit. Und eben vielleicht sind wir dann nur für eine gewisse Zeit für eine Minderheit zur Verfügung, allein weil die Möglichkeiten, uns zu empfangen, nicht überall gleichmäßig gegeben sind. Aber für diese Minderheit, denen wollen wir den Rücken stärken, damit die Menschen auch in diesen Ländern, wo die Demokratie in Gefahr ist, auch sehen, es gibt Menschen, die draußen an uns denken. Noch sind wir in Polen nicht so weit, noch sind wir in anderen Teilen Europas nicht so weit. Aber für uns ist es wichtig, dass wir auch dort mahnend nicht den Finger erheben, aber doch einfach auch sagen, auch die Vorzüge der Demokratie immer wieder unter Beweis stellen. Der Rechtspopulismus ist auch in Deutschland, im
Vormarsch, die AfD wird in Parlamente gewählt. Wie kann man diese wütenden Bürger wieder zurückholen durch journalistische Angebote? Also ich glaube, wir selber als Deutsche Welle haben jetzt nicht den Auftrag, in Deutschland deutsche Bürger mit Inhalten in irgendeiner Weise zu konfrontieren. Unser Hauptauftrag ist ganz klar im Ausland. Wir glauben nebenbei gesagt, dass es aber sinnvoll ist, dass unsere ausländischen Angebote, also unsere Angebote in den Fremdsprachen, Englisch, Arabisch, Spanisch, auch in Deutschland zur Verfügung gestellt werden sollten, um auch eine Brücke zu bilden zwischen den verschiedenen Nationen und Sprachen. Ich glaube, dass die Unruhe in Deutschland, die es gibt und dieses Aufkommen der Rechtspopulisten sicherlich etwas ist, was in ganz Europa ja zu sehen ist. Wir bilden da keine Ausnahme. Es ist trotzdem dann gefährlich, wenn diese Parteien an der Demokratie selber nagen, wenn sie sozusagen nicht nur in Anführungszeichen sich nationalistisch äußern, aber wenn sie den Kanon der Demokraten verlassen, dann wird es gefährlich. Und da ist sicherlich die Aufgabe von Medien da, das klar zu benennen und jeweils jeden Einzelfall zu zeigen und ihn publik zu machen und nicht zu kuschen oder ruhig zu werden oder sich damit abzufinden, dass jemand die Demokratie angreift. Das gilt dann auch für die USA. Dort regiert auch der Rechtspopulismus. Sie, die Deutsche Welle, hat einen Preis für die Verteidigung der Pressefreiheit an die Vereinigung der White House Correspondents in Washington verliehen. Sehen Sie die Pressefreiheit in den USA stärker bedroht als etwa in Russland oder China? Nein, das mit Sicherheit nicht. Die USA sind eine großartige Demokratie, die gezeigt hat, dass sie mit vielen Herausforderungen zurechtkommt. Und wir hoffen natürlich auch, dass sie die jetzigen Herausforderungen bestehen in den USA. Aber der seltene Fall, dass es in einer existierenden Demokratie ein Staatsoberhaupt gibt, das demokratische Rechte in Frage stellt, und dazu gehört die Pressefreiheit, sie ist nämlich Bedingung für Demokratie, das ist schon erstaunlich. Und da haben wir gesagt, wir müssen auch dort unser Schlaglicht hinwerfen und zeigen, dass wir nicht nur uns auf den, ich sage jetzt mal, auf die Südhalbkugel oder auf Russland konzentrieren, sondern dass wir überall schauen, wo die Pressefreiheit bedroht ist. Und das ist in den USA nun in Teilen wirklich der Fall. Hat Donald Trump Sie für diesen Preis schon gemaßregelt? Hat er Ihnen einen bösen Tweet geschickt? Nein, das hat er nicht und das muss er auch nicht. Ich finde, Donald Trump sozusagen richtet sich selber mit seinen Tweets und wir brauchen da keinen weiteren Austausch. Dass Donald Trump mit Tweets auch regiert, markiert, glaube ich, auch eine Zeitenwende in der Kommunikation allgemein. Social Media wird auch für Journalisten immer wichtiger und die Fähigkeit, Menschen anzusprechen, auch auf den bestehenden Kanälen bei einer größeren Medienkonkurrenz. Ist es ein Vorteil, dass Sie der erste DW-Intendant sind, der aus dem Privatfernsehen kommt? Dass ich aus dem Privatfernsehen komme, das bringt mir vielleicht ein bisschen mehr den Blick für den Markt mit und für die Zielgruppen. Heißt das auch mehr Blick auf eine Quote, die ja das Privatfernsehen regiert? Ja, das heißt mehr, dass wir auch das Thema Reichweite insgesamt stärker in den Blick genommen haben. Wobei man einschränkend sagen muss, Reichweite ist nicht alles. Es muss auch Wirkung haben, es muss auch Qualität im Journalismus da sein. Das heißt, wir machen nicht Quote im Sinne, jetzt lass uns doch mal eine Unterhaltungsshow machen, weil damit erreichen wir mehr oder wir zeigen lustige Katzenvideos. Nein, wir versuchen natürlich mit unseren hochwertigen journalistischen Inhalten stärker an den Mann und an die Frau zu kommen. Denn ganz klar, ohne Reichweite haben sie auch keine Relevanz. Im Sender in der Deutschen Welle gab es sehr viel Kritik für Sie, weil Sie im deutschen TV-Programm die Nachrichtenflächen gestrichen haben. Können Sie sich vorstellen, dass France 24, der Auslandssender der Franzosen, seine Nachrichten nur noch in Englisch sendet? Nein, aber sie senden sie in Englisch. Sie machen jetzt auch gerade einen spanischen Sender auf. Aber sie senden, France 24 sendet beispielsweise, natürlich senden die Franzosen auch weiter in Französisch. Aber sie müssen natürlich eins sehen, auch wir senden, haben einen deutschen Fernsehsender, der weltweit empfangbar ist. Und wir haben aber anders als die Franzosen nicht eine so große Community in der Welt, die eben Deutsch spricht. Nach wie vor senden wir aber natürlich auf Deutsch und tun das sehr gerne.
und haben im Übrigen auch noch eine Nachrichtensendung im Angebot und Kurznachrichten. Aber in der Tat haben wir umgeschichtet und senden jetzt stärker Kulturangebote, als wir das früher gemacht haben. Die Stärkung des englischen Programms, die Beschneidung des Deutschen, hat ja auch zum Ziel oder gehört zu dem Plan, die Deutsche Welle auf Augenhöhe mit BBC und CNN zu bringen. Ist das nicht ein verwegenes, um nicht zu sagen aussichtsloses Ziel, wenn man sieht, dass die Etats dieser Sender doppelt so hoch sind wie die der Welle und die nur in Englisch senden? Also die BBC hat natürlich auch noch andere Sprachen im Angebot und das, denke ich, das ist unsere Benchmark. Deswegen glauben wir schon, dass es sinnvoll ist, ein hohes Ziel zu stecken. Und es ist nicht unerreichbar. Wir werden in sehr vielen Ländern und sehr vielen Sprachangeboten genau dieses Ziel auch erreichen, dass wir unter die Top 3 der Auslandssender kommen. Und insofern glaube ich, es war richtig, dieses Ziel zu setzen und wir sind eigentlich auf einem ganz guten Wege dahin. Herr Limburg, zum Ende unseres Interviews stellen wir unsere drei unvollendeten Fragen immer gern mit der Bitte an Sie, die zu ergänzen. Von meinem Vater, den Diplomaten Peter Limburg, habe ich gelernt, dass man die Welt offen anschauen muss, ohne Vorurteile und dabei klug agieren sollte. Dass Sat.1 meine Reportage zur Papstwahl 2013 abgebrochen hat, bevor der neue Papst erschienen ist, finde ich unangemessen und war sicherlich nicht die schlauste Entscheidung meines ehemaligen Arbeitgebers, den ich ansonsten viel verdanke und den ich nach wie vor sehr schätze. Wäre bei der Deutschen Welle wahrscheinlich nicht passiert. Als Intendant der Deutschen Welle bin ich nicht verpflichtet, deutschsprachige Musik zu mögen. Ich stehe auf. Bei deutschsprachiger Musik stehe ich auf Bach und Rammstein. Peter Limburg, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.